Hallöchen, meine Lieben, da bin ich für euch im Zeichen der Rauhnächte, heute am 25. Dezember und ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Ich hoffe, ihr lasst es euch so richtig gut gehen und voller Stolz kann ich von mir behaupten, dass ich in diesem Jahr in meiner absoluten Seelenruhe bin. Also Weihnachten ist ja für mich immer so ein spezielles Datum und leider ist es so, dass durch das Außen, ne, und es ist immer durch das Außen, dass da ein Druck entsteht, weil man so vielen Menschen gleichzeitig irgendwie recht machen soll, wie man meint. Ne? Und dass man im Endeffekt überhaupt nicht mal dazu kommt, ja, so für sich in seiner Stille zu sein. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Jedoch. Vielleicht liegt es ja an unserem zauberhaften Weg, den wir hier als Community gemeinsam gehen. In diesem Jahr hat es das Jonandachen geschafft. Ne? Und ich habe bisher ein so schönes Weihnachtsfest gehabt. Ich bin so entspannt in meiner Seelenruhe angekommen. Und ich hoffe, dass das ganz, ganz vielen auch so geht. Und wenn es dir nicht so geht, ne, dass du sagst, ja, ich empfinde das ganz genau so, so viele Erwartungen von außen und da muss man hin und da muss man hin und da, ne? Dann tröste dich, ich kenne das Gefühl und ich kann diesmal sagen, es kann sich sozusagen in 0, nichts auch auflösen. Ne? Und in der Energie bin ich gerade drin und bin ganz, ganz glücklich und möchte ein bisschen meine Zeit mit euch teilen. Tja, ich habe mir ein Getränk gemacht, ein feines Käffchen mit Mandelmilch. Jamsi Bamsi. Ich hoffe, ihr habt auch was Feines zum Trinken und könnt euch jetzt ganz gemütlich niederplumpsen lassen auf die Couch, ins Bettchen oder an einen Lieblingsort und ja, unserer Botschaft lauschen. Ich habe nämlich eine ganz besondere Idee. Also, es ist so, in diesem Jahr schaffe ich es leider nicht, die einzelnen Rauhnächte für euch abzudrehen. Ich habe das ja letztes Jahr gemacht. Habe jedoch festgestellt, dass das ja, zu diesem Außendruck beigetragen hat. Ne? Weil dann hatte ich nicht nur das Ganze drumherum in 3D an Weihnachten, sondern auch noch den Zugzwang, die Rauhnächte durchzuziehen. Und ich denke, das kann es nicht sein. Das ist sicherlich auch nicht in eurem Sinne. Jedoch habe ich auch hier eine Lösung gefunden, weil ich habe heute was ganz Zauberhaftes für euch. Ich möchte euch nämlich jemanden vorstellen, 7 an der Zahl. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen Jahresring und der gilt ab heute. Ab heute ist auch sehr bezeichnend in den Rauhnächten. Das ist sozusagen wie ein großer Schirm, der sich jetzt nicht nur über die Rauhnächte legen darf, sondern über das komplette nächste Jahr 2024 oder nennen wir es doch das neue Jahr. So hört sich vielleicht ein bisschen schöner an. Und diese Legung, das ist so eine Legung, die kriegt auch einen extra Ordner in der Playlist. Da packe ich die rein. An die dürfen wir uns vielleicht zwischendurch immer mal wieder erinnern. Und mir wurde durchgegeben, für wen sie wichtig ist. Da wird sie sich melden. Das ist dann hier wie so ein, als ob dich einer hier so auf der Schulter antippt und sagt, hier, da war doch noch Jonandachens Jahresring. Schau da noch mal rein. Also das wird sicherlich auf sich aufmerksam machen von ganz von alleine oder manchmal ist es ja auch so, man stolpert über alte Videos. Ne? Und wenn der Jahresring auftaucht, dann spitz pass auf, dann sollten wir da vielleicht nochmal reinschauen. Und dieser Jahresring, den wir jetzt legen, der hat verschiedene Themen und verschiedene Stellvertreter, die die Themen hüten. Die stelle ich euch, wie gesagt, gleich vor. Und wenn euch diese Legung gefällt, können wir die sicherlich auch zwischendurch mal machen, eben nur in einer anderen, sag ich jetzt mal, Zeitqualität. Aber ihr wisst ja, Zeit ist relativ, genauso wie Raum und Geschwindigkeit. Und ich bin schon ganz gespannt auf unsere Botschaft. So, und dann kann jeder für sich reinfühlen, ob diese Botschaft wie so ein Schirmherr, ne, über allen anderen Legungen so sein Mäntelchen spannt, die im folgenden Jahr kommen werden. Wir legen ja das ganze Jahr über fleißig zusammen die Karten. Und dann ist das so diese gigantische Hauptenergie. Und unter diesem Schirm ist aber Spielraum. Da bewegen sich alle anderen Energien. Ne? Zum Beispiel auch die Neumond-Orakel. Ne? Das ist wie so eine Art Hierarchie. Ne? Also ganz oben drüber kommt der Jahresring. Und unter dem Jahresring stehen dann
die Neumondorakel und unter den Neumondorakeln immer die Legung des Monats. Ne? Und ihr werdet das schon für euch so hinkriegen. Und das zeigt sich vielleicht auch bei jedem anders. Es kann auch sein, dass du den Jahresring siehst und sagst so, ach nö, das ist so ein Kollektiv, da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht zu Hause und. Ne? Ja, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich stelle euch erstmal unsere sieben Stellvertreter vor. Das sind nämlich die sieben Zwerge. Ja, in der Tat. Ich habe nämlich ganz, ganz total süße sieben Zwerge. Mit freundlicher Genehmigung von Bredan Holzgestaltung. Den da findet ihr auch einen Link in der Infobox. Hüten die sozusagen die Themen. Wir beginnen mal mit dem Zwerg mit der gelben Mütze. Ne? Das ist dieser hier. Also was ich bei denen besonders süß finde, sind die Nasen. Ne? So. Und unser Zwerg mit der gelben Mütze, der steht für die stärkste Kraft. Ne? Man sieht auch so, das ist der Einzige, der so ein bisschen gebeugt geht, weil er nämlich wahrscheinlich so viel schleppt. Der ist sozusagen der Esel. Ne? Der ist sozusagen der Esel in der Legung. Also auf ihm lastet die stärkste Energie. Licht wie Schatten. Aber da er ein gelbes Mützlein trägt, ne, ist er sehr lichtvoll und steckt das Logo weg. Ne? Also das ist der gelbe Zwerg, der trägt die stärkste Kraft. So, dann haben wir den schwarzen Zwerg. Der zeigt uns alles das, was losgelassen und transformiert werden darf. Ne? Auch goldig. Also den mag ich auch ganz besonders. Dann kommt, und ganz feiner, dann kommt hier unser Blaupausenzwerg. Der zeigt uns, wofür wir uns Zeit nehmen dürfen. Ne? Und erinnert uns an die kleinen Inseln im Alltag. Ne? So, dann kommt der braune Zwerg. Das ist so eine Art Erdgnom. Ne? Und der braune Zwerg, das ist der Zwerg der Weisheit. Und er fragt dich, woran erinnerst du dich oder woran solltest du dich erinnern? Welches Wissen trägst du bereits in dir? Das ist ja manchmal ganz wichtig, wenn man sich in Situationen bewegt und dann ist man so voll im Außen, ne? Und wettert rum und so. Dann ist das so der Zwerg, der die innere Ruhe schenkt und sagt, Moment mal, in gegebener Situation, woran erinnern Sie sich gerade jetzt? Ne? Also auch da lohnt es sich, direkt in die Legung nochmal reinzuschauen. Weil das ist ja der, der alles... Das ist ja der, der alles verkörpert, was wir bereits gelernt haben. Na, also der ist ganz, ganz wichtig. So, der Zwerg mit der roten Mütze, der steht dafür als Stellvertreter, wo wir unsere Energie hinlenken. Das ist das, wo unsere Leidenschaft hinfließt. Das kann in die Liebe sein, das kann in Beruf und Berufung sein oder gerade in dein Thema, wofür du brennst. Das kann sich ja auch ständig ändern im Laufe des Jahres. Und auch da ist es dann sicherlich interessant, sich nochmal an diese Kartenlegung zu erinnern. So, dann haben wir hier den grünen Zwerg, den werdet ihr besonders lieben. Das ist nämlich der Zwerg, der die Herzen hütet. Das ist nämlich der Zwerg, der die Liebesbotschaft verkündet, ne, für 2024. Also ganz wichtig. Und last but not least, Zwerg Nummer 7 ist der Zwerg mit der violetten Mütze. Und die, oder der, also nicht die Mütze, sondern der ganze Zwerg, schönen guten Tag, steht für die Botschaft aus der lichten Welt. Ne? Und auch daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Also sozusagen der lila Zwerg und der braune Zwerg, ne, schönen guten Tag, ja. Die Wissen und Weisheit, Botschaft der lichten Welt, das, also die beiden, guck dich die mal an, die sind so gleich und doch so verschieden, gell? Also finde ich witzig, ne? Also wenn man jeden Einzelnen nur sieht, ne, sind die Gesichter doch sehr gleich, aber wenn man sie so nebeneinander sieht, der ist auch ein Stückchen größer, gell? Ein kleines bisschen ist der hier. Ne? Also, ja. Aber die sind super, die sind so Hand in Hand. Ne? Und die Botschaft der lichten Welt, die zählt natürlich dann zu der Weisheit und dem Wissen, was wir bereits erlangt haben. So, und das gibt in der Gänze unseren Jahresring 2024. Und du darfst für dich reinfühlen, wie es werden könnte. Und wir schauen mal jetzt einfach mal, wie die ganze Legung so wird. Ach, hier lächelt mich gerade mein Kaffee an. Das ist ja witzig. Also da hat sich jetzt ein Kreis gebildet und der hat ein Gesicht. Spannend. Ich kann es euch nur zeigen, weil es wird sich sofort verändern. Ach, was ist das Lebe schön, ne? Und da das so eine zauberhafte Legung ist, legen wir mit dem Forest of Enchantment Tarot. Ne? Und natürlich mit Erad Aliquando, deine Geschichte bist du. Das ist mein Kartendeck. Da findet ihr den Link zum Shop in der Infobox. Forest of Enchantment bei Lunea Weatherstone ist auch in der Infobox verlinkt, sowie alle meine verwendeten Decks. Und dann haben wir hier natürlich noch die Mondrunen. Ne? Und es sind nicht nur die Mondrunen, das sind unglaublich viele
Binderuhen, Holzscheiben, Symbole drin, die ihr mir alle mit der Post schickt. Ne? Weil wir sind ja großartig und nicht kleinartig. So. Das muss ja in diesem Jahr auch nochmal gesagt sein. Bevor wir aber jetzt mit der Legung starten, gibt es erstmal ein Licht. Und zwar kam mit der Post gewidmet unserer Community ein Weihnachtslicht. So, passt auf, das ist eine Stabkerze. Zufälligerweise kam ebenfalls mit der Post, das finde ich ganz, ganz fein und bezaubernd, ein Julleuchter. Also habe ich beides von euch, von der Community, geschenkt bekommen. Und der Julleuchter, das ist ein ganz besonderes Licht, denn wir haben hier unten ein Sonnenrad. Das hat 8 Speichen. Jede einzelne Speiche steht für eins der 8 Jahreskreisfeste. Und oben drüber haben wir dann die Rune Algis, die ja ihren Schutz darüber ausbreitet oder eben halt auch die Energie der Jahreskreisfeste mit den lichten Reichen verbindet. So. Und dann ist es so, dass man bei so einem Julleuchter ab Dezember, wenn langsam das Eis dünn wird und die Tage immer kürzer, dann stellt man ein Teelicht unten drunter. Ne? So. Und zwar bis zum 21. Dezember, wo vielerorts oder auch für viele Menschen die Rauhnächte beginnen. Mit den Rauhnächten ist das ja so eine Sache. Die einen fangen am 21.12., ja, da ist so die Wintersonnenwende, die ist dann meistens so in der Nacht auf den 22., so war es auch in diesem Jahr. Die beginnen da mit den Rauhnächten und das ist die erste Rauhnacht. Andere beginnen an Heiligabend, also in der Nacht, in der heiligen Nacht vom 24. auf den 25. mit den Rauhnächten. Das ist auch, ja, Zeit und Raum und Geschwindigkeit, ihr wisst schon, ist alles relativ. So, und wir haben ja jetzt heute den 25.12. in den Abendstunden. Die erste Rauhnacht, die ist noch so allgegenwärtig und wir gleiten so langsam in die zweite Rauhnacht über. Ne? Und dann kommt nämlich ab dieser Wende, also so ab dem 21. Dezember, bei manchen auch ab dem 24., 25., kommt dann hier oben die Kerze drauf. So, dann habt ihr das Ganze so. Ne? Und dann kommt das Licht, was im Verborgenen leuchtet, ne? Also wenn der Dezember beginnt und das Lichtchen steht unten drunter, dann ist das symbolisch das verborgene Licht. Ne? Das Licht ist noch da, aber man sieht es nicht. So. Und ab der Wende, ab der Wintersonnenwende, kommt die Kerze obendrauf und das Licht kehrt zurück. Und dieses Licht zünde ich jetzt für uns an und werde die Kerze jetzt heute und morgen für uns auch abbrennen lassen. Ne? Weil es ist ja das Weihnachtslicht. So kann es was werden. So, da brauchen wir jetzt erstmal hier ein Streichholz. Und wir machen daraus ein Wunschlicht. Ne? Weil es ist jetzt, also wir legen da jetzt all unsere guten Wünsche rein fürs kommende Jahr. Wünsch dir was. Na, na, na. Fang Feuer. Also, möge dein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn er dem höchsten Wohl deiner Seele entspricht. Erfüllt sich ein Wunsch nicht, wacht der Himmel über dich. Aber seht ihr, das war irgendwie so ein kleines und es wollte schon fast wieder ausgehen. Licht, jetzt brennt's. So einfach geben wir hier nicht nach. Ne? So, das tue ich jetzt hier oben drauf. Zeige euch das nochmal. Schön, gell? So, und dann tue ich den gesamten Julleuchter, tue ich jetzt hier so sicher hinstellen. So. Genauso wird es jetzt was werden. Stückchen Kaffee und dann starten wir in diese überaus wichtige Legung. Gelbe Zwerg trägt die stärkste Kraft. Ich tue die Zwerge, wie tue ich denn die mal am besten? So, ungefähr so. Genau, so könnten wir sie eigentlich. Naja, ich guck mal, wie ich sie drauf kriege, dass ihr die immer alles seht.
Wenn nett, mache ich euch ein Gruppenbild. Genau. Das kriegen wir dann schon irgendwie. So. So, so, so. Der Zwerg, der die stärkste Kraft trägt, hat folgende Botschaft an uns. Wo liegt die stärkste Kraft? Das stärkste Gewicht am Jahr 2024? Direkt unterm Tisch? Oh nein, das ganze Jahr. Ihr werdet es nicht fassen. Soll ich oder soll ich nicht am Lebkuchenhaus naschen? Oh Gott, das ganze Jahr. Wir sind halt fertig. Ja, noch haben wir den Erhard im Ärmel, gell? Also, das ist ja wohl der Klobo. Dass der Zwerg schwer schleppt, das glaube ich. Ne? Eieieiei. Erhard Aliquando, deine Geschichte bist du. Komm, spuck uns noch mal was da aus, womit man jetzt echt... Oh, haltet euch fest. Nee! Ich brech zusammen. Jetzt schnall dir ab. Guckt euch das an. Hier, das ganze nächste Jahr, 2024, geht's um dich und um dein Gegenüber. Na toll. Die einen freuen sich, die anderen werden jetzt sagen, ich brauche einen Schnaps. Hier geht's um das, soll ich oder soll ich nicht? Kann ich's lassen? Soll ich's fassen? Oder, kann ich's berühren oder wird's mich verführen? Ne? Also, das ist ja mal spannend. Hier geht es um diese Versuchung, an diesem Lebkuchenhäuschen zu naschen. Und es geht um dich und um ihn. Ja, also, dass dieses Zwerglein so gebeugt geht, das verstehen wir alle. Ne? Also ein Hoch auf diesen Zwerg. Ihm zollt unser größter Respekt. Also das ist ja jetzt der Oberknaller. Jetzt erstmal, also für die, die nicht auf die Liebe schauen, wir müssen das ja jetzt auch umlegen, weil das ist ja eine Legung, die das ganze Jahr 2024 betrifft. Es kann hier auch immer um Themen gehen mit einem Gegenüber, mit einem Pendant. Ne? Weil wir haben hier wirklich... beide Seiten. Als Zuschauer, egal ob du männlich oder weiblich bist, stehst du ja für die Dame. Und das Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, steht ja für den Herrn. Es geht hier also im Jahr 2024 um zwischenmenschliche Themen. Ja? Um Wagnisse. Worauf will man sich einlassen? Aber es ist verdammt verführerisch. Ja? Legt es bitte um auf Begegnungen, die ihr haben werdet. Und Begegnungen passieren ständig, ja? Fassen oder lassen? Na, schauen wir mal, was da noch drauf liegt. Klar und ganz besonders rein sollt ihr sein. Klar und ganz besonders rein sollt ihr sein. Ganz besonders klar und ganz besonders rein sollt ihr sein. Junge, 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 also das geht ja schon gut los. Gelber Zwerg, du bist unser Held. Du bist unser Held. Ich fühle. Ich habe was. Die Sovilo. Jetzt schaut euch das an. Also das Gute ist, dass da die Sonne drauf liegt. Die Sonne bedeutet bei den Runen, also die Sovilo-Rune, Lebenskraft. Das bedeutet auch, dass Zwischenmenschliches sehr lebendig ist. Sehr lebendig und voller Energie. Vielleicht auch voller Wärme und natürlich, wenn die Sonne zwischen den beiden scheint, ne, dann steht das auch für die Ausstrahlung, also natürlich dann auch für die Anziehungskraft. Wenn beide eine solche Ausstrahlung haben, ja, wie sollen die aneinander vorbeikommen? Die können sich gar nicht übersehen. Ne? Fass ich's oder lass ich's? Das stärkste Gewicht und der Sonnenzwerg sozusagen, der ist ja auch gelb, Der kühne Held, der trägt dieses Gewicht. Also das ist sehr bezeichnend. Ich werde da nachher, ich muss das so machen, ich werde euch ein Foto machen. Dieses Foto poste ich zum einen, das poste ich auf jeden Fall in der, ich poste es auf allen Kanälen, überall. Ich poste es im WhatsApp-Kanal, ich poste es auf Facebook und auch in der Gruppe Erhard Aliquando, die auch auf Facebook ist,
Und ich werde es auch in die Community-Posts stellen. Ich muss nur sehen, dass ich ein gescheites Foto hinkriege. Also das muss ich jetzt erstmal sortieren. So, so, inklusive mit Zwerg. Ne? Dann machen wir es nämlich so. Ihr kriegt dann ein Gruppenbild. Okay. Jetzt kommt der schwarze Zwerg. Was darf losgelassen werden? Ich erinnere euch nochmal daran, die Legung gilt ab jetzt. Was darf losgelassen und transformiert werden? Was erzählt uns der schwarze Zwerg? Schon wieder ein Page. Child of Spells. Das ist ja der, der es versucht. Und der fragt sich ja vielleicht, wenn ich jetzt das Häschen berühre, weil er ist ja noch klein, er ist ja so eine Art Zauberlehrling. Ne? Es ist der Child of Spells ist der Page der Stäbe. Was passiert dann mit dem Häschen? Hat es dann ein Ringelschwänzchen? Ne? Oder kriegt es Flügelchen und fliegt mir davon? Was mache ich mit dem Häschen? Dieses Kind weiß es noch nicht. Es versucht sich. Und es steht ja dafür, dass etwas losgelassen werden darf. Dann schauen wir mal, was uns Erat Aliquando noch dazu sagt. Und da ist auch die Nachtigall umgedreht. Die mische ich nochmal untereinander. Die Nachtigall, das Abendlied der wahren Liebe. Der Baum der Welten. Und das Haus aus Stein. Da kommt bei mir sinngemäß sofort rein. Man darf hier den Versuch loslassen, die Liebe kontrollieren zu können. Alles, was mit Liebe zu tun hat. Alles, was du liebst, wen du liebst. Auch wenn du Herzensprojekte hast. Versuch macht klug, sozusagen. Die Angst, es nicht zu schaffen oder etwas falsch zu machen, darf losgelassen werden, darf transformiert werden. Denn die Liebe, die geht ihren ureigenen Weg. Die hat eine Daseinsberechtigung mit dem Baum der Welten und die hat auch einen Ort, wo sie hingehört. Jede Liebe hat einen Ort im Universum, wo sie hingehört, wo sie zu Hause ist. Und das geschieht ganz einfach. Und diese Angst, was falsch zu machen, weil man es versucht, die darf transformiert werden. Das kommt mir ganz, ganz deutlich rein zu unserem schwarzen Zwerg. Weil hier steht immer dieses Was passiert, wenn ich es mache, Ding dahinter? Was passiert, wenn ich mich drauf einlasse? Ja, außerdem stehen Hasen und Kaninchen auch als Tiere, also als Krafttier für die Herzensliebe. Ne? Also, was du liebst, versuchst, das Beste draus zu machen. Weil jede Liebe einen Ort hat, wo sie hingehört. Jede Liebe hat ihr Zuhause. Das liegt sogar doppelt drin. Ne? Und mit dem Baum der Welten und der Nachtigall kann das für einige sogar eine Lebensliebe sein. Und wenn du liebst, machst du nichts falsch. Und genau das will ja die Liebe. Die will ja spielerisch und leicht sein. So, welche Rune liegt da drauf? Oder welches Symbol? Da habe ich, was habe ich da? Die Kastanie. Das ist die Kastanie, die für eine Offenbarung steht. Und es ist ja so, die Kastanie ist ja, bevor die Frucht aus der Schale rauskommt, geschützt durch ihre starrige Hülle. Ne? Die hat ja, die ist ja wie ein Igel. Das ist ja so eine igelige Frucht. Und die bringt ihr Bestes zum Vorschein. Und hier darf losgelassen werden, was man selbst für Vorstellungen hat. Et küt wie et küt, ne? Also diese Kastanie zum Beispiel, die ist ziemlich vereiert und flach. Ne? Guckt euch die mal an. Da gibt es ja ganz andere unter den Kastanien. Da gibt es ja auch ganz runde. Es ist das, was es ist. Es geht darum, dass man die Vorstellung loslässt, wie etwas wird. Zum Beispiel, wie eine Liebe zu sein hat. Die ist vielleicht nicht so, wie man sich es gerne wünscht oder vorstellt. Die hat halt auch ihre Dellen und ihre Beulen, also das, die sieht ja aus, die Kastanie, so ein bisschen hier, Feigen sind ja auch so flach, ne?
Ja, ich soll gerade sagen, also mein Team lacht sich so ein bisschen eins, hier die da oben, ne? Also manchmal kann sich halt auch so eine Begegnung der Liebe auch mal ein bisschen flach anfühlen. Das heißt aber nicht, dass es flach ist, ne? Es ist auch manchmal etwas unbeholfen. Jedenfalls darf man hier alles loslassen, wovon man gedacht hätte, dass es so sein müsste. Das darf gehen, ne? Spannend. Also das ist toll. Das ist eine gute Botschaft. Auch das packen wir uns auf die Seite. Fürs Gruppenfoto. Mit inklusive Zwerg. So, der Zwerg muss mit. Vielen Dank. Und jetzt kommt unser Zwerg der blauen Stunde, das Blaupäuschen-Zwerglein. Wofür solltest du dir Zeit nehmen? Ab jetzt und im Jahr 2024. Also erstmal nehme ich mir Zeit für mein nächstes Schlückchen Kaffee. Das ging aber flott, Junge, Junge. Oh. Nimm dir Zeit zum Entdecken, Neues zu entdecken, zauberhafte Orte zu finden. Nimm dir Zeit für das Besondere, für das Außergewöhnliche. Sei offen für Überraschungen. Nimm dir Zeit, Dinge geschehen zu lassen, mit denen du nicht rechnest. Nimm dir Zeit dafür, das zu finden, wonach du nicht suchst, soll ich sagen. Nimm dir Zeit für die Zeit. Denn in der Zeit, die du dir nimmst, wenn du dir Zeit für die Zeit nimmst, können deine Schicksalsfäden gesponnen werden. Gib dich der Zeit hin und dem Schicksal. Nimm die Dinge an, wie sie kommen. Nimm dir Zeit, dass sich Dinge eröffnen können. Und diese Zeit bekommst du dann, wenn du sie loslässt. Wenn du aufhörst zu suchen. Wenn du aufhörst, dir Druck zu machen, jetzt etwas finden zu müssen. Schenk dir die Zeit, dich von der Zeit frei zu machen. Nimm dir Zeit für die Zeit, aber nicht im Sinne von, dass du sie bestimmen möchtest, sondern dass du sie geschehen lässt, dass du das Schicksal, die Zeit führen lässt. Das sind nicht meine Worte. Und vielleicht machen sie für euch zwischen den Zeilen Sinn. Nimm dir die Zeit dafür, das Geschenk der verborgenen Orte zu sehen. Nimm dir die Zeit dafür, das Geschenk der verborgenen Welten zu sehen. Nimm dir die Zeit, an Orte zu gelangen, von denen du niemals im Traume träumen würdest. Nimm dir Zeit für die Zeit. Aber hör auf, sie zu kontrollieren. Übergib sie dem Schicksal. Und alles wird zur rechten Zeit sich dir offenbaren. Nimm dir Zeit für dich. Mir kommt deutlich rein, verborgene Welten. Und dort findest du einen Schatz. Nimm dir Zeit für diese Zeit und lass die Zeit los, übergib sie dem Schicksal. Das ist das reinste Rätsel, aber genau so nehmen wir es an. Die Botschaft des Blaupausenzwerges. Und die schönsten Blaupäuschen, die findest du dann, wenn du zum Beispiel da sitzt, trinkst dir ein Käffchen und klotzt ein Loch in die Luft. Das ist ein Blaupäuschen. Ich wurde schon öfters mal gefragt, was ist überhaupt ein Blaupäuschen? Das ist so eine Bubble, in der nichts ist. Und das ist so eine Energie der Null. Die Null verkörpert alles und nichts gleichzeitig. In der Null ist alles enthalten und nichts. Das heißt, in der Null ist alles möglich.
Die nächste Botschaft kommt von unserem braunen Zwerg. Woran darfst du dich erinnern? Was weißt du bereits? Was du gerne auch vergisst im Alltag. Ne? 3D, bam. Der ganze Overload von außen. Man vergisst all das, das Gute und Schöne und Wahre, was man längst weiß. Und nicht nur weiß, sondern was man fühlt. Ne? Weil Wissen tut noch viel. Wenn ich ein Buch lese, weiß ich, was ich drinstehe, wenn ich nur die Hälfte wieder vergesse. Aber wenn ich es fühlen kann, wenn ich es selbst erfahren habe, dann habe ich Weisheit erlangt. Ne? Und der Zwerg der Weisheit, der hilft uns, an unsere innere Weisheit zu erinnern. Erinnere dich daran und vergiss das nie. Du bist eine Königin. Ja? Du bist die Königin des Winters. Du bist die Rose, die in Pracht und Blüte steht, selbst wenn die Welt kalt und karg und grau ist. Nicht braun, du bist braun. Sehr klein. Selbst wenn die Welt kalt und karg und grau ist. Du bist die Winterrose. Erinnere dich daran. Und auch, wenn es um dich herum eiskalt wird, erinnere dich daran, dann wirst du blühen. Du wirst blühen, weil du großartig bist. Du bist eine kluge Frau oder ein kluger Mann, wenn du Zuschauer bist. Erinnere dich an das, was du schon alles gelöst und transformiert hast, woran du gewachsen bist. Du hast sicherlich schon viele Beulen in deiner Rüstung, aber als Schwertkönigin hast du immer wieder transformiert. Du hast dein Herz und deinen Verstand im Einklang. Erinnere dich stets daran. Erinnere dich an deine Erfahrungen im Leben, auch an die bitteren, denn sie sind Geschenke an deine Seele, denn an ihnen durftest du wachsen. Bist du gewachsen, wirst du weiterhin wachsen. Erinnere dich an die großen Fortschritte, an die großartigen Sprünge, die du schon gemacht hast, an die Quantensprünge. Erinnere dich daran, wie oft du schon aus deinem eigenen Schatten heraus ins Licht getreten bist. Erinnere dich stets daran, wer du bist. Und erinnere dich auch daran, dass du immer die Wahl hast. Du hast immer die Wahl, wer du bist. Ich soll dir sagen, wählst du es, ein kleiner Duckmäuser zu sein, oder wählst du deine Großartigkeit? Du entscheidest, wer du bist, was du bist, wie du bist. Du entscheidest, ob du großartig bist oder kleinartig, glücklich oder traurig. Es liegt in deiner Entscheidung und auch in deiner Verantwortung. Erinnere dich daran und erinnere dich daran, dass wir in einer Zeit sind, in der alte Muster, Strukturen, Glaubenssätze aufgelöst werden dürfen. Du, erinnere dich daran, dass du wichtig bist für diese Welt. Du hilfst dabei, diese alten Strukturen abzulösen. Du machst den Weg frei für alle die, die nach dir kommen. Erinnere dich daran. Du bist soweit. Du bist die Rose, die im Winter blüht. Du unterstützt den Fortschritt und du hilfst anderen voranzuschreiten. Du bist das Licht. Mit der Rune Berkana bist du das Licht. Erinnere dich an dein Licht und jetzt guckt euch mal an, was wir hier im Hintergrund haben. Birken. Und die Berkana ist die erste, die im Frühling wieder grüne Blätter trägt. Und dann hat die auch noch im Winter ihre blühenden Rosen in ihrer Mitte. Ja? Dieser Birkenhain, ne? Da wo die Rosen im Winter blühen, da wo die Schwertkönigin ihr Domizil hat. Birken und Rosen. Wenn sie dir im Jahr 2024 begegnen, dann grüß dich, die Schwertkönigin, die Lady in Black.
Ja, die Lady in Black. Dann grüßt sie dich und erinnert dich an deine eigene Großartigkeit. Sie erinnert dich auch an Liebe. Was weißt du über die Liebe? Welche Weisheit hast du über die Liebe erlangt? Erinnere dich stets an deine grünen, frischen, jungen Blätter. Die kommen nach jedem noch so kalten Winter wieder. Erinnere dich an deine Kraft, an deine Weiberkraft. Da legst du die nieder, gell? Und stehst du Kopf. Ja, auch so geht es uns manchmal. Und genau dann erinnere dich daran. Die Berkana. Der Frühling nach dem kalten Winter. Nach jedem Winter kommt ein neuer Frühling. Vergiss das nie. Und vergiss nie, dass du die Wahl hast. Und dass du vorausgehst. Und für viele andere durch deine Erfahrung den Weg frei machst. Daran erinnert dich der Zwerg der Weisheit. Jetzt kommt unser roter Zwerg. Wo lohnt es sich, Energie hinein zu investieren? Das ist der, wofür du brennst. Man brennt ja ständig für was anderes. Man hat natürlich so ein Grundthema, wofür man brennt. Und das ist das große Feuer, aber es gibt auch die vielen kleinen Funken. Und jetzt schauen wir mal, wo es sich lohnt zu investieren. Es lohnt sich, deine Energie zu investieren in den Ritter der Schwerter. Es lohnt sich also immer, dass du dich deinen Themen stellst. Und manchmal darfst du auch von deinem hohen Ross herunterkommen. Das ist vielleicht auch etwas, was du lernen darfst. Steig ab, konfrontier dich und lass es auch drauf ankommen. Ja? Manchmal muss man beißen im Leben. Das ist so. Oder ein solcher Ritter begegnet dir. Dann nimm die Herausforderung an. Es lohnt sich auch dahingehend, deine Energie zu investieren, dass du immer wieder loslässt. Hier, das ist im Übrigen Nine of Boons, die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen steht für deinen eigenen Raum. Halte dein eigenes Königreich, dein kleines Reich, das ist dein innigster, engster Raum. Das ist vielleicht auch so die Kammer deiner Seele. Halte die immer ordentlich. Kümmere dich gut darum. Und lass auch immer wieder los, was losgelassen werden möchte. Du kannst nichts halten. Und wir haben hier dieses kleine Schwalbenschwänzchen. Und das sind ja die kleinen Kolibrifalder. Wenn der Sommer besonders heiß ist, dann schwirren die vom Mittelmeer zu uns rüber. Die sitzen unglaublich gerne auf Wandelröschen. Ich hatte das große Glück, dieses Jahr als auf Wandelröschen sitzen zu haben. Und auf meiner wilden Wiese oben am Wald, da sind sie auch gern und sind am Rheinfahren zugang. Und es geht darum, es kommt freiwillig. Ja, also lass die Vorstellung los, leg nicht so viel Energie ins Festhalten, sondern leg die Energie ins Loslassen. Es lohnt sich, loszulassen. Und investiere auch Energie in deinen eigenen Schmerz. Setz dich mit deinen Schmerzen auseinander. Es gibt viele Dinge im Laufe eines Jahres, die dich schmerzen können. Dein Herz kann schmerzen, dein Körper kann schmerzen, dein Kopf kann schmerzen. Deine Gedanken können schmerzhaft sein, auch Tränen können wehtun. Es kommt darauf an, für wen du sie weinst. Tränen können sehr befreiend sein, du kannst auch aus Freude weinen. Aber es kann auch wehtun. Manchmal ist es so, die Gefühle fließen über. Tränen brechen aus einem heraus. Es sind Tränen, aus denen das Leid spricht, dann lass es zu. Investiere deine Energie genau dorthin. Ihr müsst wissen, ich bekomme gerade Botschaft und ich habe ein bisschen Probleme, die zu transportieren. Ihr wisst schon, was ich meine, Kelle, nee. Ich trinke erst mal ein Schlückchen Kaffee. So.
Nochmal. Investiere deine Energie dorthin, wo dein Schmerz liegt. Denn da möchte etwas gesehen werden. Setze dich mit deinem Schmerz auseinander. Investiere deine Energie in alles, was du fühlst, ob Freud, ob Leid. Und wisse, dass auch das Leid zu uns gehört. Aber nicht in dem Sinne, dass wir leiden sollen oder da sind, um Schmerz zu erfahren, sondern im Gegenteil. Es sind alte Schmerzen, soll ich sagen. Es ist ein Urschmerz, der jetzt aufgelöst werden will. Setz dich mit deinen alten Themen auseinander, mit allem, was dich noch bindet, und lass ihn zu, den Schmerz, damit er für immer vorbeigehen kann. Ich wiederhole. Stell dich deinen Themen. Es lohnt sich da, die Energie hin zu investieren. Manchmal darfst du dazu von deinem hohen Ross herunterkommen. Es kann auch sein, dass du konfrontiert wirst. Stell dich den Themen. Investiere deine Energie ins Loslassen. Schenk anderen die Freiheit zu kommen und zu gehen. Investiere nicht deine Energie ins Festhalten. Glückselig sind die, die frei sind. Das, was du dir für dich selbst wünschst, schenke auch anderen Wesen in deiner Welt ihre Freiheit. Was Gutes kommt wieder, und auch die wahre Liebe hat die Angewohnheit, zurückzukommen. Und investiere deine Energie in deine Schmerzthemen. Lass es zu, was du fühlst, egal was es ist. Es ist alt, es ist uralt. Es sind oftmals noch alte Schmerzen, die dich in die Knie zwingen. Lass sie zu, schau hin, investiere dort deine Energie, damit du für immer ausheilen kannst. Das ist ein großes Geschenk. Lass durcheinander zu. Leben geschieht vorwärts, wir verstehen es rückwärts. Und das Perfekte liegt im Unperfekten. Lass alles zu, was dich durcheinander macht, auch wenn es Anziehungskraft ist. Investiere deine Energie in das Durcheinander der Anziehungskraft. Es kann Kräfte geben, die du nicht greifen, aber spüren kannst. Dafür steht die Nelke. Die verkörpert also sehr das Ätherische. Und es kann sein, dass dir Energien begegnen, die du erstmal nicht einsortieren kannst. Die machen dich durcheinander. Das kann auch über Duft geschehen. Und da ist etwas, was du nicht greifen kannst, aber du nimmst es wahr. Du spürst es, du riechst es. Vielleicht siehst du es auch mit deinem inneren Auge. Du hörst es vielleicht auch. Du hörst es vielleicht auch zwischen den Zeilen. Und es kann sein, dass sich vieles durcheinander macht. Aber investiere genau dorthin deine Energie. Da darf dein Fokus liegen, weil es hat dir was zu sagen. Es lohnt sich hinzuschauen. Und bei mir kommt aber hier ein glückseliges Durcheinander rein. Also mit der Nelke kommt bei mir überhaupt nichts Negatives rein, sondern das sind so Energien, die dich wuschelig machen. Ne? Also wuschelig im Sinne von schnurrig. Aber das sind Geschenke an dich. Fühl da genau hin. Es lohnt sich, da hinein zu investieren. Schau mal. Ich finde, es ist ein Ausgleich zu den eher anstrengenden Energien, ja, weil wir sind ganz klar herausgefordert, auch die Schatten anzuschauen. Wir dürfen loslassen, was auch schwerfallen kann, ja. Und wir dürfen uns konfrontieren oder vom hohen Ross herabsteigen. Und ich finde, durch die Nelke und durch das Durcheinander kommt da so eine Leichtigkeit rein und auch so ein Touch von Erotik bei vielen. Habe ich eben Lilie gesagt? Mir passiert das ständig. Ich meine natürlich die Nelke.
So. Welche Urne liegt denn? Da ist sie doch schon. Oh, das ist eine, die ich geschenkt bekommen habe. Wo darf die Energie investiert werden? Du wirst hier Unterstützung erhalten. Ja? Mit der Algis, der Iwas und der Urus. Du wirst immer gut geführt sein. Ja? Das ist die Rune Algis. Das ist wie so ein Lichttrichter. Das ist dein Draht nach oben. Also schau da auch hin. Spüre genau hin und du wirst es auch fühlen, wenn du gerade geführt wirst. Das ist auch eine Schutzrune. Die Rune Iwas ist die Eibe, das ist auch die Rune der Seelenliebe. Da können natürlich ja auch die wuscheligen Gefühle reinkommen. Und das ist ja auch der Ort jenseits zwischen richtig und falsch, wo man sich begegnet. Und die Rune Urus, das ist ja die Wurzel, das ist die Urenergie. Du bist sicher und gehalten. Also es geht hier auch um Vertrauen. Investiere deine Energie in dein Gottvertrauen. Und du weißt ja, wie es ist. Es vertraut sich leicht, wenn es keinen Grund gibt, es nicht zu tun. Wenn dein Leben läuft wie am Schnürchen, was bin ich im Vertrauen? Ich hier. Ja? Misses Vertrauen überhaupt. Es wird sich zeigen, ob du immer noch vertraust, wenn es anstrengend wird. Oder wenn du 1000 Gründe hast, es nicht zu tun. Es gibt immer einen Punkt im Leben, auf sämtlichen Ebenen, wo du geprüft wirst und wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Das sind die größten Geschenke, soll ich sagen. Jetzt kommt unser Zwerg der Liebe. Der Zwerg der Liebe, der bringt uns jetzt die Herzensbotschaft. Da geht es jetzt um die Liebe. Was hat die Liebe dir denn zu sagen für das Jahr 2024 und ab jetzt? Oh. Oh, da haben wir aber gute Karten. Passt auf. Zum einen haben wir Seeker of Visions. Das ist der Page der Kelche. Die Liebe wird dich berühren, soll ich dir sagen. Sanfte Töne werden angeschlagen. Es sind die sanften Töne, die schönen Töne. Es kann sein, dass du sehr verliebt bist. Ich erinnere euch an den gelben Zwerg am Anfang der Legung. Sie und ihn, gell? Ich meine es ja nun mal so. Und die ganze Sonne, die dabei liegt. Also es kann sein, dass du hier sehr verliebt bist. Du wirst berührt werden und die Liebe zeigt sich vielleicht dir auch in Form von Musik. Es sind schöne Töne, sanfte Töne. Jedoch haben wir ja auch das Ass der Stäbe. Die Liebe bringt auch so ihr Risiko mit sich. Also das ist vielleicht der Auftrag in der Liebe. Und wenn wir hier beim Risiko sind, das sind wir gleich wieder am Anfang der Legung bei unserem gelben Zwerg, fass ich's oder lass ich's. Das Risiko ist nämlich mit dem Stabass tatsächlich da. Das ist das Feuerass. Und das prickelt ganz schön. Macht auch schon gleich wieder Sinn mit der Nelke. Ne? Kann nämlich sein, dass hier auch die Liebe in der Luft liegt, die Anziehungskraft, der Duft, was dich so wuschelig und durcheinander und zwurbelig macht. Ne? Aber auch da sollst du ja hin investieren, laut unserem Zwerg mit der roten Mütze. Und der Zwerg mit der grünen Mütze sagt, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ne? Und er sagt auch, no risk, no fun. Manchmal erfordert es auch Mut zu lieben. Wenn du liebst und wenn du Ja sagst zur Liebe, kann es auch oftmals auf einer anderen Seite zu einem Entbehren kommen. Ja? Und vielleicht ist es auch nicht die Liebe, die du dir gedacht hast. Auch das haben wir ja eben schon erfahren. Das wäre ja die vereierte Kastanie. Gell? Genau, da liegt ja die Liebe. Die liegt ja bei unserem Transformationszwerg. Also es ist hier vielleicht eine Liebe, die hast du dir so nicht gedacht. Ne? Also die hast du dir eigentlich so schön rund ausgemalt. Und was du kriegst, ist sowas Vereiertes. Das Vereierte hat sich offenbart. Ne? Und der schwarze Zwerg sagt aber, verabschiede dich von dem Gedanken, ne? Dass die Liebe so ist, wie du sie dir vorstellst. Ne? Denn die Liebe, jede Liebe, die wahre Liebe, die Liebe selbst, hat einen Ort im Universum, wo sie hingehört. Die kann nicht falsch sein. Ne? Und natürlich kann es mit einem Risiko verbunden sein.
Auf der anderen Seite steht etwas, was du vielleicht entbehren darfst. Bei mir kommt rein, dass es bei einigen um eine Entscheidung gehen kann, aber nicht bei allen. Bei einigen geht es auch ganz einfach darum, dass das Risiko ist, verletzt werden zu können. Es ist aber nicht die Liebe, die verletzt, soll ich sagen. Die Liebe verletzt nicht, sondern die Abwesenheit der Liebe verletzt. Die Liebe selbst ist rein und klar. Und wenn du durch einen Menschen, den du liebst und der dich liebt, verletzt wirst, er verletzt dich immer dann, wenn er nicht in der Liebe ist, sondern er kann dich dann verletzen, wenn er in seinem eigenen Schmerz ist, wenn da eine Spiegelung ist oder wenn er in einem alten Muster ist. Ja, dann kann er dir wehtun, dann kann er dir über die Schwelle treten, aber es ist nie die Liebe, die verletzt, sondern ihre Abwesenheit. Und wer sich einlässt auf die Liebe, der lässt sich auch ein auf die Menschlichkeit, weil es ist menschlich, dass man auch mal einen Scheißtag hat, in alte Muster fällt oder aus eigenen unerlösten Schmerzen und Themen heraus ja, jemand anderem wehtut, weil er gerade zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Vermeintlich, soll ich sagen. Denn eigentlich ist es genau richtig. Denn wenn du verletzt wirst, dann geschieht ein Trigger. Du wirst getriggert und das Gegenüber zeigt dir, an dir, in dir und mit dir selbst ein Thema, was du noch in die Heilung bringen darfst. Es ist nicht die Liebe, die verletzt, sondern die Abwesenheit. Und das schmälert das Risiko schon mal um ein ganz gewaltiges. Ne? So. Und dann hat die Botschaft der Liebe noch eine ganz, der Zwerg der Liebe, der grüne Zwerg an sich hat doch die grüne Botschaft. Die Botschaft der Herzensliebe ist nämlich noch, nein, die Botschaft des grünen Zwergs, dem mit der grünen Mütze, ist nämlich noch die Fruchtbarkeit in der Liebe. Es ist ein sehr fruchtbares Jahr, was die Liebe betrifft. Ein Jahr der Geborgenheit, ein Jahr der Heilung vor allen Dingen. Na, wir haben hier drei schöne Karten. Mit dem Stab Ass haben wir hier auch das Knistern. Na, natürlich auch das sogenannte Risiko. Aber auch die große Chance. Und wenn du dich auf nichts einlässt, wirst du nie erfahren, dass es am Ende gut gegangen wäre. Ne? Weil die Herrscherin liegt am Ende der Reihe. Die Fruchtbarkeit liegt auf der Liebe. Das Berühren und die sanften Töne. Also dieses Stabass ist umarmt von zwei wirklich sehr, sehr schönen, leichten Karten. Der Verliebtheit selbst und der Fruchtbarkeit, die dieser Liebe innewohnt. Das schmälert das Risiko. Schaut mal da. Und schon ist es weg. Die Botschaft der Liebe ist auch, wo fehlt dir denn die Liebe? Wo fehlt dir die Liebe, wenn du so in dich reinschaust? Wo, in welchem Bereich deines Lebens wünschst du dir mehr Liebe? Und wo kannst du dir sie selbst nicht geben? Ja? Was darf geheilt werden? Na, also das ist, mir wird gerade ein Bild geschickt von so einer zerrissenen Hose. Das ist so eine abgewetzte Hose und das Knie ist offen. Und das hat so ein Mangelerscheinen, so was Ärmliches. Und man läuft vielleicht schon lange Zeit mit dieser Hose rum. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es cool ist, in einer zerfetzten Jeans rumzulaufen. Also so eine meine ich nicht. Ne? Ich meine also nicht so eine coole, abgerissene Jeans, die mega aussieht. Ne? Sondern ich meine so eine verschlissene Korthose. Und die so einen Touch von Armut ausstrahlt. Wo empfindest du oder in welcher Situation empfindest du, dass du eine solche Hose trägst? Und wie kannst du das Loch stopfen oder solltest du die Hose ablegen? Gehört die überhaupt noch zu dir? Was darf geheilt werden?
Was ist abgetragen und kann weg? Mach dich ärmlich. Und ich soll dir sagen, das gilt auch für deine Seele, Kleider machen Leute. Kleider machen Leute. Das ist aber jetzt energetisch gemeint. Aber es ist tatsächlich so. Kleider machen Leute. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Kleidung billig oder teuer ist. Es muss nicht teuer sein, um edel zu sein. Fühl mal da rein, was es dir zu sagen hat. Ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr dazu sagen. Und auf energetischer Ebene solltest du da in abgewetzten Kordhosen rumlaufen, wo das Knie schon durch ist. Wollen wir das? Also ich will es nicht. So, und da liegt die Rune. Oh, da liegt sie nochmal, die Aiwas. Die Rune der Seelenliebe. Die Rune der Seelenliebe liegt auf dem Thema der Liebe. Also Seelenbegegnungen stehen an im Jahr 2024. Jenseits zwischen richtig und falsch liegt der Ort, an dem wir uns begegnen können. Und wir sind wieder ganz am Anfang unserer Legung bei unserem gelben Zwerglein. Bei ihm und ihr, ne? Bei den beiden Hauptpersonen. Also das, da komme ich ja immer noch gar nicht drüber. Fass ich's oder lass ich's? Wie fass ich's? Ja? Ganz am Anfang sind sie gefallen hier. Du und dein Gegenüber. Großes Thema trägt dich durchs ganze Jahr. Wo ist die Kordhose verschlissen? Das ist so eine braune, die ich sehe. So eine braune, so eine karamellbraune Kordhose mit so breiten Kordstreifen. Das Ding ist total durch. Also ich bin der Meinung, diese Hose muss weg. Die muss weg für Deifel. Also das ist eine Hose, die muss dringend, dringend weg. Ein neues Beinkleid muss her. So, weil hier liegen echt schöne Karten auf der Liebe. Die Verliebtheit, die sanften Töne, die heiße Chance. Hui, jedoch die Fruchtbarkeit. In dieser Liebe. So, und last but not least, die Botschaft von denen da oben, von deinen lichten Lehrern und Meistern und all deinen guten Geistern, die dich führen und leiten und in Liebe begleiten, die dir zur Seite stehen und den Weg mit dir gehen, die dich lieben und dich tragen, gerade an den dunklen Tagen. Nach diesem Spruch wurde ich gefragt, in der Gruppe Erat Aliquando. Und ihr wisst ja, das Yonanderchen erzählt so die Dinge so zwischen den Zeilen. Ich gebe euch einen guten Rat. Alles, was euch aus euch selbst herauskommt, hat die stärkste Kraft. Du kannst natürlich einen solchen Spruch von mir übernehmen. Ne? Es ist aber nicht das Gleiche, wie wenn er aus deinem Herzen kommt. Schau, dass du dich selbst anbindest. Es ist immer so. Der Mensch lernt von anderen Menschen und übernimmt viele Dinge. Aber die stärkste Kraft hat das, was deiner eigenen Quelle entspringt. Also überleg dir, was ist das überhaupt? Ach, ein Schildchen. Wie sieht denn das aus? Laufe ich schon die ganze Zeit so rum? Das ist meine Kordhose hier, gell? überleg dir, ob du es übernehmen möchtest. Du kannst das natürlich tun. Jedoch, ist es stark für dich oder ist es eigentlich stark für mich, weil es von mir kommt? Ja. Ich habe leider schon oft erlebt, das fühlt mich manchmal so ein bisschen, das macht mich so ein bisschen traurig. Ich sage etwas. Und dann lese ich das irgendwo und steht ein anderer Name drunter. Und da muss ich immer an diese fremden Federn denken. Ne? Ich habe so ein Tarotkartendeck. Da ist ein Truthahn und der hat sich mit Adlerfedern geschmückt und will damit fliegen. Aber er will immer ein Truthahn bleiben und kein Adler werden. Deswegen ist so mein Appell, binde dich an. Und das, was aus deinem Herzen kommt, hat für dich persönlich die stärkste Kraft. Das war mir nochmal wichtig loszuwerden, weil wir wollen ja vorwärts kommen. Ne? Wir wollen ja vorwärts kommen. Das ist ja wichtig. So, Botschaft der lichten Welt. Juiui, da haben wir die 10 der Schwerter. Pass auf,
geht es aber noch weiter. Das ist ja spannend. Die mischen wir nochmal. So. Die Botschaft der lichten Welt ist, lass dich nicht entmutigen. Es wird immer wieder Zeiten geben, in denen es dich komplett zusammenräumt, wo du das Gefühl hast, ich kann ja mehr. Ich breche zusammen, keinen Meter gehe ich mehr weiter. Ich bleib hier sitzen. Erinnere dich stets daran, das Pferd, was dich trägt, das ist völlig entspannt, wohlgenährt und bereit, dass es weitergehen kann. Du wirst getragen. Und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, man ist von Gott und der Welt verlassen, sei dir sicher, es gibt eine Kraft, die trägt dich und die ist bereit, dich weiterzutragen. Und gönn dir ein Päuschen. Auch diese Situation wird vorübergehen, weil es gibt für alles Wege und Lösungen, wie uns die Maus lehrt. Und vor allen Dingen klärt die Maus auch Illusionen. Manchmal ist es so, dass du enttäuscht bist, dann fällst du. Eine Seifenblase platzt, ein Wolkenkuckucksheim verschwindet und man landet mit dem Hintern auf dem harten Boden der Realität. Genauso soll ich sagen. Mit so einem Aua, ne, voll auf dem Steißbein. Das ist aber ein Geschenk, weil das Luftschloss, das ist kein Ort, in dem du dauerhaft leben kannst, weil das Luftschloss hat kein Fundament. Und das, was sich für dich schmerzhaft anfühlt, dass du das Gefühl hast, du bist von Gott und der Welt verlassen und du knallst hart mit dem Hosenboden auf Mutter Erde. Das ist ein Moment, das ist so ein Wake-up-Call, wo du wach werden kannst. Dein Pferd steht bereit. Der Mensch, der geht in kleinen Schritten, wie ein Rehkitz, was gerade auf die Welt gekommen ist. Und das ist auch die Botschaft mit dem Rehkitz. Du bist schützenswert. Auf dich wird aufgepasst. Die da oben lassen dich nicht im Stich. Oder die um dich rum, so wie du sie eben nennst. Dein Team oder eben deine Lehrer und Meister. Die passen schon auf dich auf. Ne? Und es ist eben auch ein Hinweis darauf, dass es immer lohnt, neu anzufangen. Auch wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht nochmal, man schafft es nicht nochmal neu anzufangen. Es lohnt sich immer neu anzufangen. Es geht immer weiter. Und das Rehkitz, schaut euch mal den Unterschied an, das liegt da und schlummert friedlich im hohen Gras. Der Mensch sitzt da und denkt so, beide ruhen. Aber der eine erholt sich und der andere hält sich den Kopf und denkt, selbst mein Kopf ist so schwer, ich kann ihn nicht mehr tragen. Sei das Rehkitz. In Phasen, wo du nicht tun kannst, tu auch nichts, sondern ruh dich aus. Komm zu Kräften und geh mutig weiter, du bist beschützt. Das ist eine sehr schöne Energie, eine sehr schöne Botschaft der lichten Welt. Mit der Rune. Kerze. Mit dem Hirsch. Und da haben wir nochmal einen Hinweis auf die Rune Algis, auf den Schutz. Ja? Und es ist auch ein Hinweis, verbinde dich mit deinem Krafttier. Es kann auch der Hirsch sein. Der Hirsch ist ein Seelenführer. Das ist also der Hirsch selbst, ist der König des Waldes. Und der Hirsch war mal ein kleines Kind. Der ist also auch gewachsen. Der musste ja erst zum Hirsch werden. Der hat nicht immer ein stolzes Geweih auf dem Kopf gehabt. Und der Hirsch, upsa, habt ihr das gesehen? Das ist sowas. Der Hirsch hat auch Zeiten, wo er die Krone verliert. Ne? Ihr wisst ja, dass so ein Wild, so ein Hirsch, halt auch mal sein Geweih abwirft, damit es neu werden kann. Ne? So wie der Mensch, der hier völlig zusammengeräumt an der alten Eiche da sitzt. Ist es überhaupt eine Eiche? Nee, es ist keine Eiche. Es ist ein Baumbaum. Ne? Der sitzt da und ist völlig fertig. In Wirklichkeit hat er einfach mal für eine geraume Zeit die Krone abgegeben.
aber die kommt wieder neu. Ja? Das ist wie so ein Kreislauf. Er darf dann wieder verletzlich sein. Das ist der Mensch in seiner Verletzlichkeit. Der darf dann auch wieder zum Rehkitz werden, aber er wird wieder zum Hirsch werden. Ne? Und der Hirsch ist ein Seelenführer und der führt dich auch, wie ähnlich wie der Wolf, in die tiefsten Wälder hinein. Er kann auch sehr verletzlich sein. Ne? Der Hirsch kann auch, also auf den lauern auch viele Gefahren. Man trachtet auch nach seiner Krone. Ja? Er wird auch herausgefordert, aber schlussendlich findet er immer zurück auf die helle Lichtung. Da, wo der Nebel aus der Wiese aufsteigt und die Sonne, ja, die Sonne den Morgen einläutet, wenn die Sonne dann so aufblitzt und so langsam erscheint. Ne? Das ist die Hirschkraft. Ja, vielen Dank. Den sieben Zwergen, ne? Hinter den sieben Bergen. Die haben wir nicht hinter den Berg gehalten, gell? Das muss noch ein schönes Foto geben, das habe ich euch ja gesagt, das mache ich gleich und werde es überall posten, aber erst wenn das Video hochgeladen ist. Ne? Da schreibe ich dann einfach nur dabei, Gruppenfoto zum Video, ne? Und mache euch nochmal den Link dran, dann wisst ihr das. Jetzt wollen wir aber eins noch gucken. Was liegt denn noch im Verborgenen? Die Botschaft der unteren Karten. Unteres Deck wird auch noch gelinst. Ne? Das ist wichtig fürs ganze Jahr. Die Nine of Challenges und das Eichhörnchen. Ne? Nine of Challenges. Das ist ja so eine Karte, die Neun der Schwerter. Das ist so ein bisschen gruselig. Ne? Schlaflose Nächte, Kummer, Sorgen. Das heißt aber jetzt nicht, dass dich das durch das ganze Jahr trägt. Bei mir kommt eher rein, lass solche Energien nicht an dich ran. Mit dem Eichhörnchen haben wir hier auch nochmal Licht und Schatten. Du entscheidest dich, welche Energien du nährst, welche Energien du in dein Feld lässt und lass dich nicht verrückt machen. Wir wissen ja, das Eichhörnchen ist ein Schwätzer und es sagt nicht immer die Wahrheit. Es kann die Wahrheit sagen, das ist seine lichtvolle Seite. Und es kann klar kommunizieren und es kann auch ein wichtiger Bote sein. Es kann aber auch Gerüchte verbreiten. Ne? Also lass dich hier nicht ängstigen. Und schau auch, wem du glaubst. Ne? Wem schenkst du Glauben? Wem schenkst du dein Vertrauen? Da gibt es jetzt doch noch eine abschließende Rune drauf. Die Naudes. Diese Rune erinnert dich daran, dass alles, was nicht läuft in deinem Leben, ein Geschenk sein kann. Weil es kann dich zu einer Kurskorrektur auffordern. Es kann sein, dass es ganz einfach Menschen gibt, die versuchen, dich vom Weg abzubringen. Prüfe weise, wem du dein Vertrauen schenkst. Du entscheidest das. Du entscheidest. Und es erinnert dich daran, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, deinen Kurs zu korrigieren. Das ist die Naudes. Die Naudes selbst ist auch die Rune in der Not. Und man soll von ihr nur Gebrauch machen, wenn man wirklich in der Not ist. Und dann kann ich diese Rune unterstützen. Das finde ich nochmal eine sehr, sehr wichtige Botschaft unten drunter. Ne? Ja, ja, ja. Diese Energien sind überall und immer wieder. Die gehören auch zum Teil der Geschichte. Das sind ganz einfach auch Energien, ja, die unser Leben mitbezeichnen und auch die den Weg zeichnen. Jedoch, je mehr du mit dir selbst verbunden bist und in deiner Kraft und in deiner Mitte bist, desto weniger werden sich solche Energien an dich ranwagen, weil die dich nicht mehr kriegen können. Das sollte ich jetzt nochmal sagen. Ne? Also, schau genau hin. Ja, Schatzis, wir machen das Sack zu. Ne? Ich fand die Legung sehr, sehr schön. Sehr, sehr umfangreich. Ganz schön lang, wie ich gerade sehe. Jedoch, sehr, sehr wertvoll. Lasst mir gerne ein Abo da, ein Like oder einen lieben Kommentar. Lasst mich mal wissen, wollt ihr mehr von diesen Legungen? Die werde ich aber in Zukunft etwas kürzer gestalten. Ne? Damit die nicht so lang ist, sondern dass man die so vielleicht auf ja, maximal 40 Minuten
runterfahren, aber das war jetzt die große Jahreslegung. Ich denke, da lohnt es sich auch mal ein bisschen genauer hinzuhören, gell? Ja, freue mich über eure lieben Kommentare, über eure Likes, über eure Abos, wie schon gesagt. Damit unterstützt ihr unsere Community und meinen YouTube-Kanal. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ja weiterhin eine angenehme Rauhnachtszeit. Ne? Wir sind so in den übrigen Tagen, die übrig gebliebenen Tage, und die Schleier sind dünn, und macht das Beste draus. Es kann ganz sogar fein werden. Also, dicken Kuss. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.